Hey, ich bin Timo. Dürfte ich nur noch 5 Sommerparfums haben für mein ganzes Leben? Die würde ich nehmen. 5 for Life in der Sommeredition. Oder mit anderen Worten, würden Aliens kommen und sagen: Timo, wir nehmen dich mit nach Miami und du darfst dir noch ein paar Sommerdüfte aussuchen. Die würde ich nehmen. Total realistisch. Aber wisst ihr was? Das immer so alleine machen. Ich meine, ihr seid da. Absolut cool. Aber irgendwie auch nicht so das Wahre. Irgendwas fehlt. Hat nicht der Dog vielleicht irgendwie Zeit? Der wohnt doch irgendwie um die Ecke. Herr Dog? Herr Dog? Jo? Du letzte Dogs aus... Ach, da! Ah, nein! Moin! Das kommt dir wie gerufen! Der Dog aus Hamburg ist da! Kommst du mal in ran? In Cuxhaven. Ja, ne? Schön, dass du da in bist. In Cuxhaven. Ja, der Stadt Eine überhaupt. Eine wahnsinnig geile Stadt und ja. Ja, ich wir bin, alle glauben das. Ich bin in Sonnenschein losgefahren und es wurde dunkel. Ja, wie bei El Bandi. Erscheint bei genau. Mir. Ja, ja. 5 for Life machen wir mal. Da ja, gucken das wir mal, was war sehr hast. Schwer. Das ist auch schwer. Ja. Es soll auch schwer sein. Ne? Ja. Ihr kennt mich ja, also alle, die mich verfolgen, 5 for Life habe ich noch nie gemacht, weil ich schieb das seit 2 Jahren schon. Aber jetzt machen wir mal Summer. Hatte Summer mir, for Life. Hat er genau. Mir sehr oft gesagt, dass es sehr, sehr schwer wird. Aber ja. Nur wenn es schwer ist, ist es gut. Ne? Dann genau. Würde ich sagen, lassen wir mal das Ganze anfangen. In diesem Sinne, ab geht's. Starten wir mal direkt, da ich hier das Heimrecht habe, fange ich einfach mal frecherweise an. Genau. Mit einer absoluten Power-Wucht. Und zwar ist das der Aquaman unter den Parfums. Ja. Mega Mare. Magst du? Mache ich, weil oft vorgestellt, ne, die letzte Zeit. Ja. Und ich muss sagen, muss man aber mögen. Ne? Ja. Man, ihr wisst ja, sehr salzig oder wie ich das immer schon sage, ne? Weißt du, was sage ich immer so schön? Sehr potent. Das auch, aber ich meine, die Titanic von oben wieder hochgeholt. Okay. Mit Rost, mit Algen, Holz, und, so, ja. Holz mhm. Und das alles. Moschus Overload, also hier passiert so richtig Moschus, viel genau, und heftig. Genau. Gibt nicht immer Komplimente, aber muss es ja nicht geben. Nee, muss Pack es das, worauf du ist, Bock hast. Genau, das sage ich ja, jetzt. Von so. Daher, und geil. Ich glaube, 15 Stunden Haltbarkeit. Ja, das schafft er locker. Für einen Sommerduft ja. Oder so. Genau, also das Hammer. Ist brutal. Der wäre auf meiner Liste auf jeden Fall. Was hast Welche du? Welche Liste? Ja, meine 5. Ach so, ja, das ist ja, natürlich klar. Der ja. Ist auf jeden Fall dabei. Ich dachte noch eine andere Liste. Ich wollte die Überleitung machen zu dir. Das ist natürlich ja. Geil und ich weiß auch gar nicht, mit welchen ich anfange, aber ich glaube, ich nehme den Atkinson 44 Gérard Stuart. Ja. Ne? Die habe ich alle mal so ein bisschen auf der Messe geschnüffelt. Und da müsste ja. Ich mal gucken, was du jetzt hier so toll findest. Also ich finde ihn geil und nehme ihn rein, weil ich mag einfach den Ingwer-Style. Der Ingwer kommt richtig gut und ist, wenn ich mich nicht ganz täusche, auch Eukalyptus mit bei. So, das heißt Ingwer oh, und Eukalyptus. Erfrischend. Genau. Kühl, leicht süßlich, erfrischend durch den Eukalyptus, wenn er jetzt drin ist. Ich glaube, ja. Bisschen Neroli-Style irgendwie. Nee, und das habe ich gar nicht. Okay. Aber irgendwie... Sommerlich auf jeden Fall. Ingwer. Ja. In the face. Okay. Ich habe nur andere Düfte von denen so im Kopf. Mehr, so ja, nee, ich mache, ja, welchen? Hutiger. Genau, genau. Oud vor. Genau. Wie ist denn der? Ja, wie heißt Save er? The Oud, Save the Queen. Save the King. Und genau. Ja, das ist nicht so. Das ist schon 1000 Mal okay. Gerochen. Ja. Wenn ihr einen richtig geilen haben wollt von dieser Brand, dann nehmt euch den. Und ich sage es immer wieder, guckt euch diesen Flakon an. Orange-Schwarz ist immer sehr geil. Fällt auf. Genau. Das ist auf jeden Fall der erste, den ich nicht, ja, ich kann den nicht ablegen im Sommer. Okay. Der ist geil. Einer, der nicht so stark ist, der wäre dann bei mir auf der Liste. Ja, ja, jetzt ja. Kommt's. Ja, da hatten wir gerade auch geredet gehabt. Genau. Du sagst, der ist nicht so stark. Ist okay. Mhm. Verstehe ich auch, das ist wirklich kein potentes also Parfum. Jules Sauvain von Gréthy, ja. Aber die Duft-DNA, ist das Wichtigste und die ist einfach schlabberlilaba. Ich finde... Riech doch mal. Ja, aber... So hat man noch nie gerochen. Aventus. Ja, genau, aber, ja, genau. Ich weiß, geht in diese Richtung, gerade wenn diese schwarze Johannisbeer kickt und so. Genau. Aber es ist einfach italienisch. Es riecht so nach italienisch schick und so. Ich kann einfach nicht. Immer wenn ich in Italien bin, trage ich den und ich trage ihn so gerne. Ja gut, wenn du in Italien bist. Okay, aber da liegt da ist das Problem, bella, ne? Bella, ciao, genau. Bella. Wir haben ja, ich weiß nicht, wie viel Grad wir aktuell haben. Hier in dieser Wohnung sind 7 Grad. Das ist das. Ja, man muss natürlich sparen, wo man kann. Ne? Weil Parfum kaufen ist teuer. Ne? Richtig. Kommen wir zum nächsten Parfumkauf von genau. Dir. Genau. Weil ich für Überleitung ja. Und der ist nicht günstig, sagen wir mal so. Na, also ich glaube 250 Euro. Den und zwar ist Acqua di Sale von Profumo Roma. Ja. Für mich eine sehr unterschätzte Brand, die eigentlich immer unter den Radar ja, fliegt. Ist auch noch Familienunternehmen. Ja. Und ja, bin ich mal gespannt. Er kennt ihn nicht. Ich habe immer oft gehört, dass einige den vergleichen mit
Negamare. Habe ich gehört. Ich lasse es jetzt so stehen. Lässt es so stehen? Genau. Ich habe es oft in den Kommentaren gelesen. So, bin ich mal gespannt, ob das auch hinhaut, weil vielleicht ist es ja doch so. Mal gucken. Sehr ölig. Kann ich sprühen, ist er zu stark? So wie er ist für einen Sommerduft. Genau. Richtig, ja. Genau, sehr potent, ich, ja. Ja, nicht mega mare, aber nee, der ich rieche muss, so, ja, na. Der warte. Muss sich aber auch nicht. Hallo, hallo, Herr Onkel Doktor. Ja. Der muss sich nicht verstecken. Ich habe 12 Stunden was um mir rum, Leute. Die Cierge ist wirklich durchgehend da. Durchgehend da, ist da. Erfrischend, deutlich erfrischender. Fast so minzig, ja. Minzig, oder so? Genau, Minze ist da drin, ne? Ja? Ja. Aber eine schöne, angenehme Minze. Leichte Süße, sehr ölig. Und der hält. Ja, der hält. Weil der relativ so Stunden. Easy. Nee. Der ist nicht so erdrückend wie jetzt. Also im Positiven, ich mag Du wirst dich aber wundern, nicht erdrücken, wenn ihr den tragt. Er ist. Ich teste mal. Ist er deiner? Kostet nichts für mich, ne? Der ist da. Und du siehst. Ja. Ölig. Ja, diese Flecken kenne ich. Ja. Das ist sehr gut. Ich sage jetzt nichts dazu. Ja, cool. Also wirklich, das ist eine gute. Genau. Geil, wir haben schon so ein paar Sachen ausprobiert und so, ja. Geschnüffelt. Und ihr bekommt im Flakon, oder auch du, falls du es nicht weißt, immer ein Travel Spray im Glas mit. Und du musst auch den Sprayer selber reinmachen. Das ist hier zu. Kostet 250 Euro. Okay. Allerdings, was ich wirklich sage, ich muss es leider sagen, ist wirklich Müll. Dass das ab und zu mal hier rauskommt, weil das hier ist wieder nicht so gut gemacht. Das ist so ein bisschen blöd, aber du bist gerade ganz komplett tief, woanders. Ich bin ganz tief drin. Ja, das glaube ich. Sehr erfrischend, leicht, geil. Wenn der noch stark ist. Aber sagst du mal leicht? Also der ist. Ja, der hat nicht so eine schwere DNA. Den finde ich so, oh, hier bin ich. Der ist irgendwie. Ja, aber leicht, nur weil er rostiger ist. Ja, okay. Der ist rostiger im Schritt. das kenne ich, höre ich oft. Der ist auf jeden Fall gut. Was man nicht so oft Negatives hört beim nächsten, oder willst du noch da? Nö, ich habe nichts zu sagen. Das ist alles Zuordnung. Da braucht man nichts zu sagen. Der ist gut, kann man checken. Ja. Also muss ich sagen, vielleicht kommt der auch noch hierher. Mal gucken. Das hier ist aber auch ein kleines Gedicht, oder? Das ist Pacific Walk Moss von Goldfield & Banks. Und es ist ein Meisterwerk, ne? Sagen wir mal. Ich würde schon fast als Meisterwerk, was die, in dieser Art. Ich finde den auch minzig. Findest du das eigentlich auch? Ich finde den, der ist ein bisschen minzig. Ich weiß, was du meinst. Das ist ein bisschen dieses Grüne, was vielleicht durch dieses Moos kommt. Genau. Mhm. Und dieses schöne Küstenmoos. Ja, ne? Schön. Küstenmoos. Duschgelig, cool. Unisex kann jeder tragen. Und die Haltbarkeit wurde auch besser, finde ich. Hast du den Deckel? Er ist nicht. Ich habe den Deckel, ja. Ach, die alte Version. Ja, genau. Nee, ist das die alte? Gold, ja. Gold ist das neue. Gold. Nee, das weiß ich gar nicht. Tut mir leid. Wie mein Herz. Ja. Ja, das ist. Nee, weiß ich nicht. Muss ich nochmal zu Hause gucken. Ich glaube, ich habe die neue. Aber sie wurde ja nicht verändert, habe ich gehört. Das hat auch übrigens Leni gesagt. Ja, das ist schon mal gut. Also da habe ich die noch her. Ne? Achso, okay. Grüße gehen raus, sonst hätte ich mir den hier nicht geholt. Ja. Riecht wie ein Arzt auf Hawaii, finde ich. Richtig geil. Hawaii, Duschgelig. Gut. Ich finde wirklich so an der australischen Küste. Ne? Australien, Flasche, sage ich ja sonst nie. Ne? Also der ist schön erfrischend, wenn du sowas so für den Sommer, dann sehr das. Geiler Duft, ja. Bist neidisch, dass du ihn jetzt nicht hast in deiner Liste? Nö. Weil du hast was Besseres? Genau. Überleitung? Naja, was Besseres würde ich jetzt, ist ein bisschen schwierig, aber ich würde sagen, wer mich jetzt kennt, ich nehme ihn immer, wenn ich jetzt Beachstifte mache, weiß eigentlich jeder, welcher Duft kommt. Mhm. Und ich finde einfach, Sieg, obwohl... Nein, das ist der Endgegner, das weiß ich. Nee, das lieber nicht. Aber hier, Sun Man. Legende. Ne? Ja. Von Jill Sander, das ist Legende und das Ding ist, das ist einfach Strand. Ja, kann man immer machen und kostet nicht sehr viel. Nee. Willst du riechen, aber kennst du ja, glaube ich. Ne? Du musst also, nicht hier immer irgendwie hunderte von Euros ausgeben. Ne, das ist auch, ne, muss man nicht immer hier. Gage. Ne? Gage, genau, damit ich auch hier, weil ich hierher gekommen bin. Ne? Ja. Ich wollte eigentlich fliegen, aber ich habe ja keinen Flughafen. Ne? Doch, noch. Doch? Ja. Wieso hat mir das nicht keiner gesagt? Ja. Ich hätte ich nicht 2,5 Stunden, vor allen Dingen in Hamburg, noch eine halbe Stunde im Stau zu stehen. Aber danach, ne? Danach ging es dann durch. Dann ist nichts mehr los. So, aber wir schweifen ab hier von Helikopter zu günstigen Duft, Jill Sander. Auf jeden Fall sehr nice. Ich kann das nur sagen. Günstig, der riecht Sonne, Strand, Bodylotion, nicht Bodylotion, also Sonnencreme. Also, ja. Und das ist geil. 100%. Kennst du? Habe ich auch in meiner Sammlung. Ja. Früher auch ganz oft gerochen und getragen. Genau. Ne? Falls ihr euch wundert, ich habe den in klein zum Mitnehmen. Ich habe auch einen großen. Wisst ihr ja, 200 ml. Lassen wir so stehen. Ja. Wovon ich nur einen kleinen habe, ist der Flakon von Weed. Ja. Aventus Cologne, geil. Aventus Cologne, gibt Komplimente, der ist cool, frisch, würzig. Oh, ein Gedicht.
Der kommt besser an als bei der normale Aventus. Ja. Also jedenfalls bei mir. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber ja, der hält doch länger. Hm. Nicht jetzt extrem krass, ist jetzt hier nicht so einer. Er kommt nicht weg von dem Duft. Ne? Ja, ist gerade so halb meines Duftjahres ungefähr. Aber ich glaube allgemein, ne? Ich habe ihn ja auch oft vorgestellt und den Megamir jetzt. Ne? Mhm. Und da kommt er schwer von weg. Aqua di Sale könnte bei mir auch noch so ein Ding sein. Ah, der könnte das war vielleicht schon noch kommen. Habe ich so oft drüber geredet. Okay, da, ich glaube, als sagen, ich angefangen habe in meinem Kanal, da habe ich, wer weiß was. Also das stimmt, ja. Das ist top. Den werdet ihr kennen, falls nicht, checken. Teuer, aber geil. Passt auch hierzu. Genau. Aber findest du den, nee, wir können noch nicht zu Ende machen. Kennst du den Vergleich, hast du den auch mit Versace Pur Homme und so ein bisschen... Versace, wegen dem Moschus wahrscheinlich. Genau. Mhm. Aber ist schon ein bisschen geklaut, wenn ich der Meinung. Ja, ich weiß, was du meinst. Aber ja, parallel schon so ein bisschen wegen den Moschus. Aber ja. Ist noch mal würziger, Mandarine. Ist noch ein bisschen feiner. Ich würde sagen, ist besser. Aber ist auch teurer, ne? Ja, nun, jetzt hier. Der was nächste hast noch bei so? Mir was ist hast du noch so hier? Einfach Inicio Must Have. Ja, Must Also das ist für mich... Schön. Diese Mandarine, die hier drin ist. Schön ne? cremig, auch so Bodylotion, ja, sexy. Genau. Und ich wollte gerade, ach ja. Sprüh ruhig. Ja, immer sprühen. Ich muss diesen Duft einfach... Habt ihr kein Fenster hier? Inhalieren, das ist... Ne? Ja. Absolut. Cremig, zitrisch, Mandarine von allerfeinsten. Finde ich geil. Wenn jetzt jemand kommentiert und sagt, ist mir aber zu weiblich. Was sagst du dann? Ist es zu weiblich, weil er so cremig ist? Der Dog trägt Ding, der ist nicht so weiblich. Okay, dann ist das ein Argument dafür. Genau. Okay. Nee, er hat feminine, vielleicht, aber ich fände das nur ein bisschen. Ist sowieso unisex und tragt, worauf ihr Bock habt. Punkt. Genau. Ja, dann habe ich etwas, was glaube ich so klar ist wie Kloßbrühe. Nee, ich kenne den gar nicht, den Duft. Nee, das ist so ein ganz neuer, den habe ich noch nie erwähnt auf meinem Kanal. Den trage ich auch nie, das zeige ich einfach nur so. Das ist von Louis Vuitton, der, Achtung, wir machen zwei Versionen. Imagination oder der Imagination, genau. Oder wie du es immer Imagination, wie ich das, ne? Das ist ganz egal, wie du es nennst. Es ist einfach ein geiler Duft. Unique. Der geht einfach. Zitrisch. Ah, diese Teenoten und ach, come on, ist einfach ein Gedicht. Wer den noch nicht kennt, hat die Welt verpennt. Ja. Kann aber auch sein, dass das ein bisschen zu teuer ist für den anderen. Stimmt. Art of Arabia One. Bisschen minziger. Cool, genau. Tipp. Den habe ich jetzt auch, endlich. Ja. Weil ist geil. Und ich muss sagen, meine Frau fand den die erste halbe Stunde sogar besser. Dann natürlich, alles klar, geht sie so ein bisschen nach Imagination. Aber trotzdem ist der sehr, sehr gut. Man darf ja nicht vergessen, was kostet der? 39, glaube ich. Ne? Hier mittlerweile auch 50. Ja, gut, also okay, auf einer bestimmten Seite. Auch mal 60. Ne? Ja. Also ja, manche bieten den auch für das Doppelte an, wenn er gerade nicht verfügbar ist. Ja, bitte nicht mehr als so 50, 60 Euro ausgeben. Nee. Das muss nicht sein, ja? Hammerduft, teuer, aber für mich ist der Hype gerecht. Möchtest du sparen, Art of Arabia, One and Checken, besser als Sunrise und Red Sand Dunes. Was für ein Name. Aber der soll ja komplett anders jetzt sein, ne? Ich glaube, da haben sie ein bisschen von Louis auf die Deckel bekommen, Sarah, weil ich habe gehört, der riecht anders. Okay. Der riecht nicht mehr so wie nach Imagination, weil wir es noch nicht erwähnt hatten. Und der soll jetzt anders riechen. In der neuen, der hat auch eine neue UVP bekommen. Okay, das weiß ich nicht. Wenn ihr es wisst, in die Kommentare dann nicht. Genau. Denn wir wissen ja auch nicht alles. Ne? So, und einen jetzt, hast du noch? Genau. Und zwar den Renaissance von Searcher. Und das ist für mich einfach, ja. Minze. Das ist Minze, so ein Abwinken. Diese, ja. Ich du sagtest ja mal, Torino so ein bisschen oldschool, ne? Ja, so Old Money Vibes, so gewisse. Nee, Torino 21 ist geil, aber ich persönlich würde den vorziehen. Ist das nicht ein bisschen floral auch, der hier? Floral, ja, auch, aber auch nur minimal, finde ich. Ich meine, ich habe ihn auch schon mal getragen in meinem Leben, ja. Ja, mag ich, aber so Minze, dann wäre ich gerade eher, und dann Sergio bei Torino 21. Hätte ich gerade ein bisschen mehr Bock drauf. Aber so hat jeder was. Torino 21 ist geil, ne? Also wenn man die Top 10 Sergio Sommerdüfte nimmt, dann ist natürlich Torino 21 dabei. Aber der ist letztes Jahr auf 1 gewandert. Ich habe noch die Top 10 Sergio nicht gemacht, dieses Jahr. Werd noch kommen. Ich aber, nur auf meinem Kanal. Werd noch kommen. Ja. Und da wird er natürlich bei sein. Ob er auf 1 landet, weiß ich nicht. Schaut es einfach. Deswegen auch den Dog abonnieren, falls es nicht getan hat. Aber wahrscheinlich kennen ihn alle schon, ist ja ein bisschen langweilig. Ja? Ja, aber vielleicht nicht, manche nicht, ne? Also ne? Deine Zuschauer natürlich, ne? Mama, also, Papa, abonnieren, ne? Genau. So. Aber sehr geiler Duft, ja. Ja,
Okay, das waren unsere jeweils Five for Life in der Sommeredition. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen, hat ein bisschen Spaß. Ja, ja, hoffen wir. Und vielleicht gibt es ja auch beim Dort noch ein Video, wo ich dann auch vorkomme. Man weiß es nicht, deswegen lohnt es sich, ist ja auch das Abonnieren. Man munkelt. Ne? Immer schön gucken oder generell all unsere Videos, ja, die Einzelvideos machen, die einfach schöne Listen machen, die auch mal ein bisschen anderen Content machen. Ja, das ist gut, das kann ich schon verstehen. Aber was ist der Liebling? Was ist für dich? Hier? Du darfst es noch einnehmen. Die Aliens sagen, einen darfst du noch nehmen. Das ist jetzt, das ist eigentlich gemein, das ist live. Ich hasse sowas. Oh, das ist echt schwierig. Ich hasse sowas. Nee, ich würde den hier. Ich muss dich entscheiden. Aber nur von meinen jetzt, ne? Ja, ja. Ach, willst du ein bisschen neidisch auf meine? Dann kannst du auch. Nein. Nimm mal eine Reste. Ich glaube. Na, willst du meine Reste haben? Der ist geil. Wenn ich, im Moment oder heute würde ich den nehmen. Okay. Es ist ja alles Tagesform, kenn ich. Klar. Na? Morgen kann ich den anderen gut finden. Ja, das ist schon geil. Wenn man den. Also, lass wir so stehen. Ja, ja, das ist cool. Akkodisale ist für mich so mein Schnüffi hier davon. Willst du ihn jetzt kaufen? Wie viel muss ich da reinrüsseln für? 250, wie gesagt. Also musst du ihn teilen, ne? Die zwei. Ja, so teilen. Genau, danke. Es ist Spielgeld für die zwei, die jetzt wieder böse Kommentare schreiben. Best, bei TikTok gab es das schon ein paar Mal. Genau, ich wollte gerade sagen, nicht das so ernst nehmen. Ne? Ja. Ja, mich ernst nehmen, das tun meine Leute nicht. Ja. Also von daher alles gut. So ja, war schön mit euch und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Wir schnüffeln bald wieder zu tollen Videos. Schön, dass du da warst. Ja, nicht dafür. Und hoppeln wir mal auf seinen Kanal jetzt. Ne? Genau. Da gibt es da ja auch mal was. Ne? Vielleicht komme ich da auch vor. Oder ohne Ende. Ja, ohne. Immer rein damit. Genau. So, in diesem Sinne. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Reinhauen. Kommentiert auch mal gerne, was ist so euer Nummer 1 oder eure Top 5 for Life Sommer. Genau, da wird aber bestimmt Imagination auch vorkommen. Vielleicht auch nicht. Ich schaue mir nach und er auch. Genau. Einen wunderschönen Tag noch. Schön, dass du da warst. Ja, nicht dafür. Bis dann. Bald.